إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد لبكيزن زي الله سبحانه وتعالى لهذا بلتن Ich bezeuge, dass es keinem gibt, der Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Er ist alleine und einzig. Ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sein Gesandter und Diener ist. Und dann, liebe Geschwister, damit inshallah ta'ala als erstes die Sache nicht so viel, nicht nur für euch, für uns, für alle inshallah ta'ala ist, ich hoffe, dass inshallah ta'ala die Vorträge sind eine Art von Unterhaltung zwischen uns. Damit inshallah ta'ala wir auch ein bisschen noch dabei bleiben, besonders diejenigen, die gegessen haben, damit sie auch nicht einschlafen. Und damit inshallah ta'ala das nicht ein bisschen als Belastung gilt, sondern wir wollen inshallah ta'ala, dass wir auch uns, sage ich mal, unterhalten in dem Hinsicht, dass wir Spaß haben an der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala und dass wir auch diesem schönen Gefühl empfinden und Freude empfinden, womit wir Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen. Denn das ist inshallah ta'ala, was uns alle gesammelt hat. Und mein Vortrag inshallah ta'ala fängt mit einer Frage. Vielleicht jeder von uns, jeder sagt zu sich selber eine Frage, die jeder zu sich selber stellen sollte. Ich brauche ja keine Antworten hier und auch nicht Antworten auf Zettel zu schreiben. Und zwar, jeder erinnert sich an diesen Tag, wo er entschieden hat, dass er den Weg der Rechtleitung nimmt. Oder? Bestimmt. Jeder hat diesen Tag gehabt oder diesen Moment gehabt, wo er diese Entscheidung getroffen hat, auf dem geraden Weg Allah subhanahu wa ta'ala zu bleiben. Entweder, vielleicht manche, haben den Islam angenommen und waren woanders, bevor die Muslime geworden sind. Und viele auch waren Muslime, aber leider haben deren Islam nicht ernst genommen und sind sie zum geraden Weg zurückgekehrt. Viele vielleicht haben auch den Islam erfahren durch falsche Gruppierungen und Parteien oder falsche Wege und haben diesen Tag gefunden, wo sie auch dann auf den Weg von dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und den Sahaba und den Weg von Ahl Sunnah wal Jama'ah getroffen haben. Jeder hat diesen Tag bestimmt. Deshalb will ich ja nicht fragen. Aber die Frage ist, wenn man einen Rückblick bringt, so nimmt und eine und nach hinten schaut von diesem Tag und bis heute, wird die Antwort sein: Ich hoffe, dass ich zurückkehre zu diesem Tag. Oder wird die Antwort sein, Alhamdulillah, dass ich viele Schritte nachher gemacht habe. Und das ist inshallah ta'ala der Inhalt unserer Vortrag von heute. Ich will ja keine Antworten haben, aber das ist der Inhalt inshallah ta'ala für heute. Ich hoffe, dass jeder in seinem Gedächtnis, in seinem, sage ich mal jetzt, Hinterkopf beibehalten hat diesen Tag und wir schauen. Weil das ist nicht, was uns nur alleine trifft, aber wir sind hier anwesend und vielleicht die uns hören und die uns auch später hören. Aber das ist eine Behandlung von einem Ereignis in dieser Umma und ist besonders
weil wir auch mit den Jugendlichen sprechen und ich auch eine von den Jugendlichen vielleicht zähle, dass wir diese Ereignis auch behandeln. Als erstes werden wir sehen, diese negative Seite. Deshalb auch heute werden auch alle Brüder reden über die negative Seite als erstes. Und inshallah ta'ala, morgen reden wir über dann die positive Seite bzw. über die Lösung und die richtige, sich aufrecht halten auf den Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Heute werden wir reden über diese falsche aufrecht halten auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, es ist nicht schwer, dass man einen Vortrag hört, der ihn berührt. Und man will jetzt und entscheidet, auf dem geraden Weg zu bleiben oder auf dem geraden Weg zu gehen, besser gesagt. Das heißt, diese Iman zu haben, diese, sage ich mal, Reue zu zeigen, das ist nicht schwer, obwohl das eine große Sache ist. Und jeder kennt den Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass Allah subhanahu wa ta'ala ma Freude erfährt, an dem Moment, wo seine Diener zu ihm zurückkehrt, als einer von euch, der in der Wüste und hat sein Reittier und seine Ausrüstung hat er sie verloren und hat sich hingelegt und wartet einfach auf den Tod und einfach steht er auf und sieht vor ihm seine Ausrüstung, das heißt, was er zur Ernährung bekommt und sein Reittier vor ihm, so dass von der großen Freude, was er hat gesagt, oh Allah, du bist meine Diener, ich bin dein Herr. Er hat Fehler gemacht in der Aussprache, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Er hat Fehler gemacht, das ist eine Aussage vom Kufr. Aber er hat einen Fehler gemacht in der Aussage, weil er so viel Freude gehabt hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat mehr Freude mit der Taube. Aber ist wichtig, alleine die Taube? Nein. Deshalb der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als dieser eine zu ihm kam und fragt ihn nach einem Ratschlag, nach einem Ratschlag, wo er keinem nach ihm fragen würde. Das heißt, einen vollständigen Ratschlag, den er braucht. Wir brauchen einen Ratschlag vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir brauchen eigentlich keinen danach zu fragen nach diesem Ratschlag und diese Wasiyya. Dann sagt zu ihm, قُلْ أَمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. Sag, wahrlich, ich habe Iman an Allah. Das ist diese Reue, das ist das Zurückkehren. Das ist diese Iman an Allah, die richtige Überzeugung im Herzen. ثُمَّ اسْتَقِمْ. Dann bleib standhaft. Und das ist das, was schwer ist, liebe Geschwister. Wie gesagt, diesen Moment zurückzukehren ist nicht schwer. Manche sind zurückgekehrt wegen einem Vortrag, wegen einem Ereignis, wegen Sterben von einem sehr nahestehenden Menschen, wegen irgendwelchen Unfall, was man gehabt hat, Muslime geworden durch Koran lesen, durch irgendwelche, irgendwas, was die erfahren haben, durch Freunde, durch egal was. Aber das, was danach kommt, daran arbeiten wir und das ist eigentlich was Wichtiges ist. Und deshalb versuchen wir zu behandeln, was diese falsche auf dem Weg zu gehen oder falsche Istiqama. Man nennt auch Iltizam, das heißt sich daran halten an der Religion, sich festhalten an der Religion. Und besser gesagt, ist besser zu sagen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es gesagt hat, so wie Allah subhanahu wa ta'ala uns aufgefordert hat, jeden Tag sind wir aufgefordert, jeden Tag sind wir aufgefordert im Gebet. Wie viele Rak'at beten wir am Tag? Hier damit Erfrischung für mathematische. Wie viel? 17, Maschallah, bitte Bruder, schnell. Da kann man das schnell. 17 Rak'a Pflichtgebete und in jeder Rak'a bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns auf den geraden Weg festhält. Ihdina as-sirat al-mustaqim. O Allah, leite uns den geraden Weg recht. Vier Rak'a hat er verpflichtet, drucken. Wenn man das nicht sagt, in einer Rak'a gilt diese Rak'a. Muhammad, du bist Maschallah. Gilt diese Rak'a nicht. Warum? Weil Fatiha ist ein Rukn. Und wenn man nicht Allah um diese bittet, dann gilt die Rak'a nicht. Deshalb, das ist wichtig. Und heute werden wir erfahren, was sind die Hindernisse, die da auf dem Weg sind. Was ist ein Zeichen von falscher Istiqama, von falscher sich aufrecht halten auf dem Weg. Und inshallah ta'ala, das ist sozusagen die Einführung, weil am Anfang ist man sozusagen nicht genau auf dem geraden Weg. Es ist nicht richtig auf dem geraden Weg und irgendwann mal kommt, inshallah ta'ala, das war mit Bruder Wissam später, dann kommt Inhiraf. Das heißt, Gegenteil von Istiqama, man geht gerade, was macht man? Macht eine Umleitung, oder was man heutzutage hier nennt, Umleitung, so viel Umleitung auf Baustellen, auf Autobahn. Das ist die Umleitung, das ist diese, woanders landen und das ist sehr schwer, das ist noch schlimmer. Aber wir reden schon mal erstmal noch, anscheinend noch ein bisschen geraden Weg, aber leider das ist falsche Vorgehensweise in dem geraden Weg. Denn wir sind auch gefordert worden und das ist das Erste, was wir haben, dass wir im Islam und im Iman allesamt reinkommen.
الله سبحانه وتعالى هتقف فوق فنونس. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. أو يا مؤمنة تخت الإسلام ألزمت. Und das ist der erste Zeichen für uns für den nicht aufrichtige oder nicht richtig halten auf dem geraden Weg. Dass man nicht den Islam als komplett nimmt, sondern fängt an zu wählen. Das Problem, was wählt man immer? Was passt zu seiner eigenen Zuneigung. Was passt zu was? Zu seiner eigenen Zuneigung. Oder was er denkt, das ist der Grund, wofür er im Islam reingekommen ist oder womit er den geraden Weg gefunden hat. Viele finden den Weg, wie wir gesagt haben, auch durch vielleicht, sage ich mal, nicht authentischen Sachen. Aber Fehler ist nicht, dass man, sage ich mal, nicht den geraden Weg zurückkommt, sondern Fehler ist, dass man, trotz dass man gewarnt ist, auf den falschen Sachen noch bleibt. Und deshalb die erste Sache ist, dass wir, oder Zeichen von den Falschen aufrechterhalten auf dem Weg, ist was? Dass man nur einen Teil nimmt von dem Dien. Versteht ihr, was ein Teil nimmt von dem Dien? Es gibt viele heutzutage. Und das, was man nennt später, was führt später, das werden wir, inshallah, erfahren mit dem Islam zu Gruppierungen und zu Spaltungen und zu alles, was man nachher lernt. Aber das ist sozusagen der erste Weg. Der erste Weg ist was? Konzentriert man sich was? Er ist, alhamdulillah, zurückgekommen zum Dien, er ist zum Islam angekommen, alles ist gut. Aber was macht er? Er neigt immer auf dem gleichen Thema, auf dem gleichen Sache. Er konzentriert sich nur auf eine bestimmte Sache. Und diese steigt so hoch, bis leider, wie wir gesagt haben, später zu der Umleitung kommt. Aber wir sind noch bei dem geraden Weg, wir brauchen nicht über die Umleitung zu reden. Das ist die erste Sache. Und das ist eine sehr wichtige Sache. Deshalb, der Islam ist ein was? Komplettes Paket, aber das werden wir bei der Lösung, inshallah ta'ala, erfahren. Deshalb, erste Sache ist, dass man so sich nicht nur konzentriert auf eine Seite. Deshalb, wenn man, damit ihr vorstellt, weil manchmal kann man nur besser das verstehen, wenn man das sich vorstellen kann. Und zwar, du bist, das ist eine, eine Spur, oder wie das heißt, diese Spur in einem Weg. Nein, nicht Einbahnstraße, nur eine Spur auf der Autobahn, egal was. Und statt dass man einfach eine Spur nimmt, geht man nur so, nur diese Seite. Er lässt ganze Spuren in diese Seite. Irgendwann mal landet er auf der weißen, wie heißt das, diese durchgezogene Linie. Und das ist, wann später kommt er raus. Deshalb, der Islam ist diese komplett. Das ist das Erste, was man nimmt. Die zweite Sache, inshallah ta'ala, die wir erwähnen, und wir werden, ihr werdet verstehen, gleich auch, dass wir abwechselnd reden über diejenigen, die übertreiben und diejenigen, die untertreiben. Das werdet ihr verstehen durch die Beispiele, inshallah ta'ala. Die zweite Sache ist was? Die zweite Sache ist Müdigkeit und Langeweile. Wisst ihr, Müdigkeit und Langeweile, was bedeutet? Das bedeutet für uns viel. Leider kommt bei uns viel diese Müdigkeit und Langeweile. Da hörst du immer, das ist langweilig. Wir reden immer das Gleiche. Tawhid von Allah, Aqida, Fiqh, Hadithe vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haltet euch an Koran und Sunnah, erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, haltet, wir haben fünfmal am Tag gleich immer beten, dann Jumu'ah kommt, Jumu'ah gebet, Ramadan kommt, Ramadan fastet, Hajj kommt, wenn man Hajj oder Umrah macht, es ist das Gleiche. Und was entsteht dadurch? Langeweile. Soll ich euch eine beraten, dass eine von einem großen Gelehrten hier gesagt worden ist? Und es, subhanallah, als ich das gehört habe, habe ich gesagt, ich versuche alle das zu sagen, weil das ist wichtig. Sagt, leider, oder man weiß nicht, ob man leider sagt, aber was ist Zeichen von einem geraden Weg, wenn es auf einen Weg geht? Ein Weg, der ist gerade, immer geradeaus. Was, wenn man sagt, immer geradeaus geht, was fühlt man? Langweilig. Das ist langweilig, ja? Weil ändert sich nicht. Das ist das Gleiche. Und deshalb, der gerade Weg leider, man sagt nicht langweilig in diesem Hinsicht, aber das ist das Gleiche. Du willst nicht was Neues erfinden. Seit Adam a.s., der allgemeine Islam, und seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba, das ist sozusagen der spezielle Islam, der für uns heutzutage noch gilt, ist das Gleiche. Das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba beigebracht bekommen haben, und die Sahaba, die Tabi'in beigebracht haben, wir bis heute machen wir das Gleiche. Das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorgetragen hat,
Hat später Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, haben die rechtgeleiteten Khalifen noch weiter vorgeführt? Und wir heute reden auch das Gleiche. Vielleicht mit anderen Wörtern, wir reden ja Deutsch, ja, mit einer anderen Sprache, andere Wörter, aber das ist das Gleiche. Der Weg ist auch das Gleiche. Du hörst hier, bist du in Mörs, in Deutschland, redest du, hörst du, was einer in irgendwo anders, in, haben die gerade geredet über Tadschikistan und alles woanders, und hört einen Vortrag, immer der gleiche Inhalt. Ändert sich was? Ändert sich nicht. Und deshalb ist in einem Aspekt langweilig für diejenigen, die nur das Oberflächliche, aber das kommt gleich, Oberflächliches nehmen, das ist langweilig. Und deshalb braucht man, und deshalb ist eine Fehler, was bei derjenigen aufrecht geht, dass irgendwann mal diese wirklich Langeweile so empfindet und Müdigkeit erfährt. Am Anfang, jeder erinnert sich, wie viel hat man gehalten an Gebete? Ich muss mein Gebet im Moschee für die Brüder festhalten, in Jamaa, Sunna-Gebete, 12 Gebete, Nafila zumindest am Tag, damit Allah für mich einen Palast macht, Zikr machen nach dem Gebet, dies und dies. Wie viel war das am Anfang? Und wie viel das nach 2 Jahren? Und wie viel das nach 3 Jahren? Und wie viel das danach und danach? Das heißt, das ist Zeichen von dem falsch auf Recht halten ist was? Dass man empfindet dann das, diese Müdigkeit, und empfindet man das, sage ich mal, dieses Nachlassen oder dass man wirklich langweilig wird. Aber wie gesagt, der Gelehrte hat gesagt, der gerade Weg leider ist langweilig, deshalb muss man kämpfen, da braucht man Sabr, da braucht man Geduld, weil es ist immer das Gleiche. Eigentlich ist, wenn man richtig denkt, das ist einfacher. Das ist der einfachste Weg, weil wir haben ja gehabt, gerade Weg, immer mathematisch für diejenigen, die, wie heißt das, in der Mathematik gibt es ja Rechnen und das andere für Zeichen, wie heißt das nochmal? Geografie? Nein, nicht Geografie. Geometrie. Geometrie. Der kürzeste Weg zwischen 2 Punkten ist was? Ein Gerade. Jeder weiß, diese ein Gerade. Aber leider ist, gerade ist einfach, aber eine Seite ist langweilig und das mag die Nefs nicht. Der nächste Punkt ist was? Der nächste Punkt ist aber auch gefährlich, müsst ihr aufpassen. Und zwar, dass man die Spuren von Unwissenheit zeigt, wir nennen immer die Zeit, die vor dem richtig auf sich auf Recht halten, auf dem Weg, vor dem Islam, vor dem Weg, was nennen wir die immer? Jahiliyyah, was bedeutet Jahiliyyah? Unwissenheitszeit. Das ist Unwissenheitszeit, obwohl die waren wissen, aber in den Dien Unwissende, sind Unwissende. Also gerade, oder Abu Jahl wurde genannt, obwohl er bei seinen Leuten heißt Abu al-Hakam. Eigentlich bei seinen Leuten, das heißt bei den Leuten von Dunya, heißt Abu al-Hakam, weil er hat zwischen den Menschen gerichtet. Aber der Prophet Muhammad sagt Abu Jahl, warum? Weil er komplette Jahl, weil der komplette Jahl ist was? Dass man Allah nicht erkannt, dass man nicht denjenigen, das sein Recht gibt, der ihm erschaffen hat. Deshalb aber, es wurde ausführlicher behandelt mit Jahiliyyah. Aber dass man von der Jahiliyyah-Zeit was? Spuren von der Jahiliyyah mitnimmt und in der Zeit von Istiqama, in Zeit von Iltizam, in Zeit von dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala das mit hineinbringt, mit irgendwo hineinpflanzt. Was heißt das, damit wir besser erklären? Du findest eine, in Jahiliyyah Zeit war, ich weiß nicht, wie soll ich erklären, Rapper. Nicht eine gemeint, wirklich, ich will nur allgemein irgendwie vorher eine Beispiele nehmen. Was macht er? Kommt in Islamzeit, kommt in der Islamzeit, dann er verhält sich, alhamdulillah, als Muslim, aber mit diesem Rapper, wie sagt man, Gedenken, noch mit diesem Rapper-Hintergrund. Das heißt, du hast nur getauscht, wie manche leider tauschen, und das werden wir sagen über die Äußerlichkeit, getauscht Tattoo mit La ilaha illallah. Du hast getauscht Ohrringe und weiß nicht was mit Turban und diese, was man noch drauf bindet. Du hast getauscht, was benutzen die Leute? Irgendwas durch Waffe, was man so nimmt. Das hat man getauscht. Aber im Endeffekt, der Inhalt ist gleich. Dann hat, das ist kein richtiger Aufrechthalt. Das heißt, ich bin mit meinen gleichen Gelüsten reingekommen, aber wenn was Gutes war, ja klar. Wie sage ich denjenigen, der wahrhaftig war vor dem Islam, soll nachher lügen? Das ist leider was anderes, das kommt auch. Aber wir sagen,
sollte man alle sich verabschieden von allem, was in Unwissenheit Zeit war, was mit dem Islam eigentlich gar nichts zu tun. Und ein neuer Anfang, deshalb muss man, und das, was unsere Gelehrten uns gezeigt haben, muss man erstmal Tahliya und dann Tahliya. Erstmal muss man sich komplett bereinigen und danach kommt beschmücken und schöner machen und weitermachen. Aber als erstes bereinigen und deshalb als ein Anzeichen von falscher, sich auf Recht halten, dass man vieles von der Unwissenheit Zeit mit sich nimmt und in der Iltizam mit reinbringt. Denn diese von Unwissenheit Zeit, worauf deutet das oder was zeichnet das? Das zeichnet das, was die Gelüste wollen. Und der Shaitan trickst uns. Möge Allah subhanahu wa ta'ala davon aufbewahren. Und zwar, er trickst uns. Das heißt, du bist im Islam, dann guckt er für dich. Der eine war auch großer Sänger. Ihr kennt ihn, großer Sänger, also einer großer, berühmter Sänger. Hamdan ist zum Islam gekommen. Und in einer Zeit hat er gelassen. Und dann später, durch diese falschen Anzeichen, irgendwann mal ist wieder zur Musik, bis sie gefunden hat, jemand, der für ihn die Musik und die Instrumente für ihn erlaubt hat, und bis er wieder angefangen hat zu singen, wieder zurück. Warum? Weil er hat sich nicht direkt sich nachgeholt und diese Unwissenheit, diese Sache von Unwissenheit, die er noch hatte, die Spuren sind irgendwo versteckt geblieben. Versteht ihr, wenn irgendwas versteckt bleibt und wartet ab. Wartet ab, bis wieder hochkommt. Deshalb, Bruder Ali hat gerade auch was erwähnt. Viele auch, die zornig, so schnell reagieren, so. Dann, wenn er einfach zu so einer Diskussion was, dann kommt raus. Dann kommt sie versteckt. Dann sagt der Bruder später oder die Schwester, tut mir leid, das war noch von Unwissenheit Zeit. Wenn es darauf ist, das ist kein Problem, aber ich muss daran arbeiten. Das ist das falsche Zeichen, wie gesagt, dann, dass man die Sachen von Unwissenheit Zeit noch mit reinbringt. Das ist schlimmer, dann wo? Wer das wird schlimm? Es wird schlimm, wenn man das über die Religion, besonders wenn man sagt, über Berühmtheit. Früher war jemand berühmt, er wird auch im Islam berühmt werden. Und das wir tragen auch dabei was. Alhamdulillah, wenn bekannte Leute den Islam annehmen, ist schon klar. Aber weil ein bekannter Mann oder eine bekannte Frau den Islam eingenommen hat, das bedeutet nicht, dass sie von weiß nicht, Gelehrten für Zeigen von falschen Sachen, so sofort ein Gelehrter von guten Sachen. Nein. Da sollen wir aufpassen. Da sollen wir aufpassen, das hat das ein Zeichen von dieser Sache. Der nächste Zeichen ist, und das ist leider ein großer Mangel, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dafür helfen, dass wir inshallah ta'ala dies beseitigen. Und weil es verbreitet ist, besonders, wenn ich so sage, bei uns, bei den Leuten, die versuchen, sich festzuhalten am Koran und Sunnah, und bei denjenigen, die sich zu schreiben, Sunnah und Jama'a. Und zwar, dass man, wenn man zu den geraden Weg kommt, dann leider irgendwie, als ob diese Charaktereigenschaften wegkommen. Als ob nicht mehr geht. Dann macht man, Aqida, Tawhid, Tawhid, dies, wo ist Charaktereigenschaften? Leider, da war früher wahrhaftig, die Leute bezeugen das, da war die früher wahrhaftig, jetzt lügt er. Der war früher so freundlich, du musst aber trotzdem freundlich zu den Menschen. Oder der Islam sagt so und so, ist nicht freundlich. Wo sagt der Islam uns, dass wir unfreundlich sein sollten zu den anderen? Wo? Auch zu den Feinden, wenn ihr wollt. Wo? Sogar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihr kennt alle die Geschichte, deshalb brauchen wir, aber alles, die Juden, die mit ihm gelebt haben in Medina, zu ihm kamen und sagen, Assalamu alaikum, Tod ist mit dir. Er hört tot, aber mit so einem Wort, das man nicht richtig versteht. Dann sagt Aisha radiallahu anha, weil das ist mit Gefühl, die ist noch jung, mit Gefühl. Und auf euch ist Tod und Verfluchung und Zorn Allah. Sagt nein, Aisha. Oh Aisha, nein, nicht so. Sogar der Prophet Hassan sagt, sagt wa alaikum. Und auf euch, jemand hat das angegriffen, so mit Tricks. Es gibt ja Leute, die dich angreifen, alhamdulillah offensichtlich. Die sind besser, aber es gibt die Leute, die mit Tricksen dich angreifen. Dann sagt wa alaikum und auf euch. Und dann sagt zu Aisha radiallahu anha, ma kan rifku fi shay'in. Guck mal, in dieser Angelegenheit sei wahrlich Sanftmütigkeit, dieser Rifk, wenn es in irgendwas ist, dann wird es schöner.
Und wenn es entzogen ist, dann wird immer schlechter. Deshalb, ich verstehe nicht, warum Brüder oder Schwestern früher in gute Zeiten, schlechte Zeiten, sage ich nicht, gute Zeiten, schlechte Zeiten lächeln, das ist Schwester zu Schwester, Bruder zu Bruder, so einander, gute Charakter, so pünktlich, alles aufrecht, vertrauenswürdig, treu. Und dann kommt zu dem Normal, wo eigentlich das mehr sein sollte und wo das verstärkt sein sollte, und dann finden wir das Gegenteil. Da fängt an Betrug, da fängt an weiß nicht was, da fängt an sich so immer so komisch zu gucken, da kann lächeln, und dann fängt an noch, und dann wird er später noch erweitert, da fängt an nicht Salam zu geben, da fängt an diese Leute zu verurteilen, da fängt dann an die Streiterei. Und dann wäre lieber geblieben vielleicht da, weil er hätte. Aber manche sagen es. Manche, ich rede jetzt über Eltern, die über ihre Kinder sagen, ja, vorher hat er uns zugehört. Der hat für mich eingekauft. Der hat das und das gemacht. Der hat dies und dies. Da war die. Und jetzt ist er da. Er macht gar nichts. Er sagt, ich habe keine Zeit. Ich muss beten. Ich weiß, ich muss beten und alles. Dass man alles versteht, liebe Geschwister. Aber ich rede über was anderes. Ich rede über was das macht. Das ist nur Angebung. Das heißt, ich muss, ja klar, aber muss auf deine Eltern zuhören. Lässt du Sünde-Gebet, musst du auf deine Eltern zuhören, weil deine Eltern als erste Stelle kommen, weil es eine Verpflichtung ist. Viele sagen, deshalb diese Zeichen von falsch was, wenn man sieht, Charaktereigenschaft leider sich verschlechtert. Wie sollte sein eigentlich? Sollte Charaktereigenschaft schlechter werden oder besser werden? Eigentlich besser werden. Und wenn ich sehe, ich bin auf Istiqama, auf Iltizam, und meine Charaktereigenschaft nicht stimmen, dann ist es ein Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Ich muss daran arbeiten, weil der Prophet Muhammad ist gekommen, ist abgesendet worden, innama bu'ithtu liutammima makarim wa lanriwaya salih al-akhlaq, damit ich vervollständige die gute Charaktereigenschaften, die schöne Charaktereigenschaften. Und deshalb müssen wir, inshallah, werden wir darüber reden, wenn wir über die Lösung reden. Als nächstes, liebe Geschwister, und das ist inshallah, ich habe die Punkte gewählt, die sehr zu unserer Realität passen. Ja, es gibt ja viele Punkte vielleicht, die nicht zu unserer Realität passen, aber die unserer Realität sehr passend sind. Wo ist manchmal Fehler bei dem sich aufrecht halten auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala und das Iqama und Al-Tizam? Ist leider, wenn wir den Islam und diese Istiqama als Hobby nehmen. Kennt ihr diese Hobby? So, heutzutage ist Hobby. Ist eine Zeit gekommen, meine Clique, die mit mir sind, Alhamdulillah, sind wohl, einmal gehen zu Disco, dann gehe ich mit denen. Einmal gehen die so, das weiß ich nicht, einmal alle rauchen, einmal Dings. Und jetzt, oh, alle, die mit mir sind, was machen die? Oh, gehen die zu Moschee, oh, gehen die Vorträge hören, oh, gehen die zu Seminare, oh, gehen die zu das, ah, ich mach mit. Hobby, so Nebenzeit, was los? Arbeitslos geworden, hat keine Arbeit. Von Schule irgendwo rausgekommen, hat nichts. Was ist passiert? Oh, ich hab, was soll ich jetzt tun? Ah, ich habe eine Gruppe gefunden, na, schade, schöne Gruppe. Wir gehen Moschee, essen, trinken, wie man so sagt, Nutella schmieren für Frühstück. Und abends inshallah Moschee sitzen und immer unterhalten. Besonders auch noch diese Gruppen, die nichts zu tun anders haben, außer über die anderen zu reden. Oder besonders, wenn es nicht darum geht, dass man richtig lernt oder irgendwo irgendwelche Aufgaben bekommt. Alhamdulillah. Und ich bin, besonders bei denjenigen, die, ich bin Richter. Der ist Kafir, der ist Bida, der ist Mubtada. Alhamdulillah, ich bin so gemacht. Das ist Hobby, liebe Brüder, liebe Geschwister. Leider ist Hobby, aber man denkt, dass es nur schadet man sich selbst, aber hier schadet man vieles. Diese Leute, die den Islam Hobby genommen haben, und sogar, und ich habe nicht falsch verstanden, aber sogar manche, die auch sitzen und reden, und das ist alles Hobby. Der Islam ist niemals ein Hobby oder eine Nebensache. Der Islam ist dein Leben, ist dein Lebensziel, dafür wirst du eigentlich erschaffen. Dafür, dass alle anderen kannst du als Hobby nennen. Wenn man sagt in der Schule, was ist dein Hobby, dann kannst du, mein Hobby ist Mathematik lernen und Physik studieren. Aber deine Existenz ist wofür? Damit du Allah allein und einzig anbetest, damit du diesen Dien folgst und für diesen Dien lebst und für diesen Dien sterbst. Das ist kein Hobby.
die man macht nebenbei, die man macht, wenn man Zeit hat. Oder manche Leute haben auch gesagt, komm zu Vortrag und so, inshallah, wenn ich Zeit habe. Was, wenn ich Zeit habe? Wenn einer zu dir sagt, komm arbeiten, 10 Euro die Stunde, sagst du, wenn ich Zeit habe. Und dann sagst du, ja, ich will 12 Euro. Da sagst du, wenn ich Zeit habe. Aber für Allah subhanahu wa ta'ala sagst du, wenn ich Zeit habe? Das ist ein falsches Anzeichen von Istiqamah. Niemals nehmen als Hobby. Das ist eigentlich kein Hobby. Deshalb derjenige, der es als Hobby nimmt, wie wir klein haben wir Hobby-Sammlung von Briefmarken heutzutage. Wir heißen die Mokotschu oder wie die Kinder machen alles Mögliche, was nicht gut ist. Sammeln von weiß ich was und Takuchi oder wie das heißt. Ja, weiß nicht, was das heißt. Und dann später was? Interessiert ihm nicht. Dann schmeißt er weg. Wir lachen über die Kinder. Aber wenn es einer, der den Islam genommen hat, einer, der sogar, wie gesagt, sich hingesetzt hat und die Leute so Allah gerufen hat und hat es als Hobby genommen und irgendwann mal hat ihm das nicht mehr interessiert, dann das wirkt nicht nur auf ihm, dann wirkt es auf den kompletten Islam und insbesondere auf die Gemeinschaft, die ihm auch gehört hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davon verhalten. Kein Hobby. Der Islam ist das, wofür man überhaupt lebt. Und La ilaha illallah ist das Wort, wofür man Himmel und Erde erschaffen worden ist. Okay, deshalb diese Sache mit der Hobby musste man aufpassen. Als nächster Punkt, erzählt mir die Punkte. Ich weiß nicht, weil die Punkte immer mehr durcheinander sind. Aber als nächstes Punkt, ein sehr wichtiger Punkt, dass man die ganze Zeit sich beschäftigt mit Diskussion, Philosophieren, Streiterei, verschiedene Meinungen und diese ganzen Sachen, die mehrdeutig sind. Bitte, liebe Geschwister, wenn man das Beste für sich machen will, am Anfang und immer auf dem geraden Weg, lässt diese ganzen Sachen. Gestern ist er gekommen, gestern hat er den Weg gefunden zu Allah. Und dann fängt er heute zu diskutieren. Ich weiß, manchmal hat er recht, ich rede nicht über Recht und Unrecht. Manchmal hat er recht. Er hat recht, er hat was gelernt, was der eine, der neben ihm, besonders bei uns, das muss man respektieren. Wir sind, wenn man in der Moschee ist, wir gehen doch andere Moscheen, ältere Leute. Dann siehst du einen Jungen, Alhamdulillah, hat einen Sünder gefunden, hat gelesen, Hadith und alles. Dann gehst du den alten Mann, der 50 Jahre lang so gemacht hat, und sagst ihm, du machst falsch, mein Onkel. Was mach ich, weil so geht doch nicht. Du machst falsch, mein Onkel. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat so und so und so gesagt. Sag, geh weiter spielen, sagt zu ihm. Ja, wenn sie ihm sagen, so geh weiter spielen, warum? Warum diskutieren? Warum trittst du in eine Situation, wo du nicht kannst? Ja, geh woanders, wenn du andere Jugendliche findest, die Schlechtes machen, du bist auf der Schule, dann rede doch mit diesen Leuten, rede mit anderen, aber du musst wissen, wie man mit Älteren noch redet, mit denen noch redet, mit dem noch mal. Deshalb, und tritt lieber nicht, deshalb haben wir diese, die ganze Zeit, man sagt hier, die ganze Zeit beschäftigt man sich was mit Diskussion. Und dann mit was? Mit unterschiedlichen Meinungen. Erstmal mach doch alles, was, woran die Leute alle einig sind. Alhamdulillah, alle einig. La ilaha illallah. In Aqida, in Tawhid. Alles Sunna und Jama'a, meinte ich. Einig in viele Punkte. Arbeite erstmal daran. Wirke doch erstmal da. Versuch dich da nicht zu bilden. Arbeite an Fundamente. Warum gehst du da hin? Erstmal da Fundamente. Es gibt Fundamente, die jeder sich aneignen sollte. Und später kommt vielleicht das und vielleicht kommt nicht. Warum brauchst du nicht? Aber diejenigen, die ganze Zeit sich beschäftigen und diskutieren und dann sich dann vor diesem Scheinargument immer sich sozusagen vorsteht, er will, ja, er will stehen. Und dann fragt, nächste Frage, warum so, warum dies? Und der andere Gelehrte hat dies und der andere Gelehrte. Und wenn er anfängt dies und dies und dies, dann wo landet? Das werden wir erfahren, inshallah ta'ala, bei Bruder, deshalb werde ich ja nicht sagen, wo landet man, aber das ist die Sache. Deshalb lasst die Diskussion. Lasst am Anfang diese ganze Streiterei, Diskussion und vieles so durcheinander. Der Shaitan trickst uns. Erstmal nimm das alles, was klar und deutlich ist. Jeder wird dir sagen: Bitte, mach dein Adkar, lerne dein Koran, lerne dein Fundamente von dir. Versuch dich zu bilden, versuch dich richtig zu verhalten gegenüber dich selbst, gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, gegenüber dich selbst, gegenüber den anderen. Versuch diese Schritte zu nehmen. Warum diese ganze Diskussion? Die Leute haben auch gestern ist im Islam oder Muslime richtig auf den Weg gekommen und dann fängt an, das findest du, oh, wo findest du die meisten Diskussionen? Leider deshalb besser,
Weil manche Brüder machen die Moschee, machen immer daneben einen Kaffee. Das ist besser, wir müssen auch Kaffee machen, damit die Leute dorthin gehen. Aber dann haben die Moschee und dann haben wir sich streiten und dies und das. Und das war's, hat man nichts gelernt. Und deshalb, das ist ein Anzeichen von Falschen, die sich auf dem geraden Weg halten, indem man immer dann sich beschäftigt in Diskussionen, Scheinargumente, Streitereien und Ähnlichem. Davon sollte man immer gewarnt sein. Eine Sache, die Alhamdulillah, die wurde ja gesagt und deshalb wiederhole ich noch als Punkt, weil es ist auch ein extra Punkt rausgeholt, weil es auch wichtig ist und weil dieser Punkt auch sehr, sehr wirksam ist. Und zwar, ihr wisst, dass man nicht ernst ist in dem sich Anstreben nach Wissen. Ihr habt ja gerade gehört, die Unwissenheit und das Nicht-Ernst-Nehmen von dem sich Anstreben nach Wissen, das ist Zeichen von einem falschen sich aufrecht halten von dem Allah subhanahu wa ta'ala, falsche Istiqama. Leider nicht ernst nehmen. Die Leute hören Vorträge, schlagen YouTube, Facebook, weiß nicht was, alles was heute gibt. Vorträge bringen nichts vom Wissen. Glaub mir, es gibt Informationen. Ja, wenn das so wäre, dann wäre Google der Sheikh al-Mashaykh. Sheikh al-Islam wäre Google. Warum? Weil er ganze Informationen bei sich hat, so, wenn man sucht, dann sucht man sie. Wissen, anstreben nach Wissen ist das, wenn man versucht von Wissender, zumindest derjenige, der über ihm steht im Wissen, das ist das Mindeste, wenn man nicht findet. Aber eigentlich sollte man noch verreisen, wenn Musa a.s. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn verreisen lassen zu Khidr alayhi salam. Wir auch. Wir müssen gucken. Alhamdulillah, sogar es noch näher. Viele Möglichkeiten gibt. Aber wir müssen doch selber irgendwas wirken. Ernst nehmen. Ernst nehmen diese Wege, das Anstreben nach Wissen, denn es basiert und es baut sich alles auf dem Wissen. Glaubt mir, liebe Brüder, wie Imam Bukhari dann gesagt hat, das ist nicht ein Wort. Wenn er eine Überschrift gegeben hat und sagt, diese Kapitel Wissen kommt vor Taten und Aussagen und Aussagen und Taten, dann ist das nicht zum Spaß, liebe Brüder oder liebe Geschwister. Das ist nicht zum Spaß. Das ist nicht ein Wort. Wir haben dieses Wort gehört, aber ich will, dass du dieses Wort jetzt hörst und diese verinnerlicht. Denn es gibt nichts ohne Wissen. Sogar wie Sheikh Hassan Taymiyyah sagt, wenn in jedem Gebiet die Leute, bevor die was machen, müssen erstmal wissen. Sonst, was macht man? Macht kaputt. Wenn wir uns hier ohne Wissen, will man irgendwas machen. Macht man mehr kaputt als heile. Auch wenn er vielleicht schafft, auf Zufall irgendwas richtig zu machen. Aber das ist trotzdem kein Wissen, weil er hat einfach nur so zufällig gemacht. Und wie viele auch für die Schwester, für die Brüder, erstmal für die Schwester, weil auch wurde auch eine gesagt, Alhamdulillah, die Schwester wird Kochin, wenn sie einfach nur YouTube diese Sendungen sieht, wie man kocht. Ja, die kann sehen und diese ganzen, nimm das und nimm das, nimm das. Trotzdem das Essen, außer wenn der Mann sagt, immer muss ja der Mann immer sagen, das schmeckt sehr gut, aber das Essen klappt nicht wie das. Warum? Weil aber, wenn sie das gelernt hätte bei einer anderen Schwester und hat ihr gezeigt und versucht und eins und zwei und drei und hat gelernt, dann kommt auch das Essen so, wie man will. Versteht ihr nur, damit wir auch mit einbeziehen, weil ich vergesse manchmal das. Und deshalb, wir müssen verstehen, dass dieser kein Spaß ist. Dieses Nachwissen anzustreben, das ist erste Verpflichtung. Das ist der einfachste Weg zum Paradies. Und alle kennen die Hadith, ich werde versuchen, die Hadith nicht zu wiederholen. Und die Ayah, die dazu uns auffordern. Das Erste, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Befehl von Allah bekommen hat, ist was? Iqra, ja, Iqra deutet worauf? Auf Essen, Iqra bedeutet auf Essen, auf Wissen, auf Wissen. Aber Iqra, was Iqra? Nicht, liest die Zeitungen und Nachrichten die ganze Zeit, liest alle Nachrichten, was du bekommen hast von Facebook, von wie heißt das, WhatsApp, liest alles Mögliche außer was wir lesen sollten. Iqra, Bismi Rabbika alladhi khalaq, im Namen dein Herr, der dich erschaffen hat. Das heißt, du liest das, was Allah subhanahu wa ta'ala dich erschaffen hat, dir auch jetzt gibt. Diese Wahi, Koran und Sunnah.
Und alle, die sich damit verbunden sind, die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, der Koran, Aussage von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und Athar von Sahaba radiallahu anhum und alle Gelehrten, die mit ihnen sind. Deshalb diese Anstreben nach Wissen ist sehr wichtig und ein Zeichen noch von der falschen Methodik bei sich aufrecht halten. Ich denke, damit wir beenden, weil es zu viel ist, oder? Ja. Letztes Zeichen ist Respektlosigkeit gegenüber Muslimen im Allgemeinen. Oder besser gesagt, hat er gesagt, Respektlosigkeit gegenüber den Menschheit allgemein, gegenüber der ganzen Welt. Und man sieht sich selber, das war's. Hat man einmal Qiyam al-Layl gebetet, Rakat oder auch drei Rakat in der Nacht aufgestanden. Dann ist der Morgen, steht er auf und denkt, was? Er ist der König. Das war's. Das heißt, was führt das? Das ist dieser Hochmut, was führt? Weil wir reden über was führt. Das ist noch schlimmer. Was führt diese Überheblichkeit? Oder diese, dann hat man respektlos als erstes gegenüber wen? Die komplette Menschheit. Das sind Kuffar, das sind Zünder, das sind Fasiqin, das sind Munafiqin, das sind weiß nicht was. Und dann Respektlosigkeit, dann insbesondere gegenüber die Leute des Wissens. Womit fängt man die falsche Weg? Weil der Shaitan kriegt da gegenüber Leute des Wissens. Er hat gelernt heute ein Ayah. Steht im Koran. Und wer nicht mit den Gesetzen Allah herrscht, sind die Kafirun, sind die Fasiqun, sind die Zalimun. Das steht im Koran. Sagst mir ein Gelehrter, dieser Gelehrter hat den Koran, was du jetzt in Hand nimmst, schon seit 1000 Jahren noch genommen. Was heißt das? Das heißt eine Überheblichkeit. Das heißt, du hast es besser verstanden jetzt oder ich verstehe es nicht. Diese Überheblichkeit führt, und das ist, wie gesagt, diese große Zeichen von falsch aufrechthalten. Das heißt, ich bin das was. Ich habe verstanden. Das ist dein Verständnis. Ich habe gefunden, ich bin der Muslim. Alle anderen sind was? Wollen wir nicht sagen. Ich bin von Sunna. Alle anderen sind was? Weiß nicht. Ich bin derjenige, der die Wahrheit hat, alle anderen haben was? Was ist das? Gibt es das oder gibt es, oder ich rede von Träumen, gibt es das? Ist leider die Situation heute, ist leider bei Jugendlichen so? Leider. Leider so. Wir versuchen auch, um geraden Weg zu halten, wir versuchen, dass wir uns halten und versuchen auf die Wahrheit. Sogar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt zu den Mushrikin, obwohl in einer Situation, wo wegen Diskussion, aber damit man alles beweist, nimmt nur diesen Teil. Wahrlich, wir oder ihr sind in der Rechtleitung oder Irreführung, alle von uns beide, weil das ist nicht gleich. Das könnte man sagen, guck mal, diese Diskussionsebene. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bittet Allah subhanahu wa ta'ala, sagt, Allahumma rabba Israfil wa Jibrail wa Jibrail Mikaila Fatir al-Samawati wal-Ard. Das heißt, bittet, guck mal, der Herr von den größten Sachen, von diesem Engel, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beschrieben hat, so sagen, groß. Dann was, warum bittet er von, ihdina li maqtuli wa fi min haqibindik. Leite uns recht zu dem, was die Menschen uneinig sind mit deinen Erlaubnis. Das heißt, niemals überheblich. Das heißt, dieser Hochmut sollte niemals kommen. Denn wenn es kommt, dann wisse, das ist nicht ein richtiger Aufrichthalten auf Allah. Das ist nicht für Allah. Dann ist, was macht man dann später? Dann ist das nur für sich selbst, für seinen Namen, für seine Prestige, für seine, wie heißt das, wenn man im Fernseher und in YouTube und alles berühmt wird? Für seine? Fame oder so, in diese gibt es ein bisschen Wörter, die ich nicht kenne. Das geht ja, das für seinen Ruf, das habe ich gesucht. Für seinen Ruf, dann nicht mehr für den Dien. Egal, wenn du ihm das sagst, das ist die Wahrheit, guck mal, das und das und das, pass auf. Nein, der hört nicht. Der hört nicht. Und dann fängt er, weil er überheblich ist, dann fängt er auch später dann zu lügen, fängt er irgendwas Sachen zu erfinden, fängt er diese Wahrheiten umzudrehen. Und akzeptiert dann was? Derjenige, der überheblich ist, akzeptiert niemals Ratschläge. Warum? Das war's. Von wem? Du gibst mir Ratschläge? Der Sheikh hat so und so, dieser Sheikh Murja. Der Sheikh so und so, okay, der ist
der ist Ballast gelernt. Diese, okay, lassen wir früher, der Sheikh und so, der sagt, das ist früher, heute ist anders. Und Zeit vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war so und so, das war mekkanische Zeit, medinische Zeit war anders. In medinische Zeit war so und so, das war vor dem Krieg, nach dem Krieg war, dann bist du mit ihm bis übermorgen. Warum? Weil überheblich. Er geht nicht um die Wahrheit zu suchen, weil wir, derjenige, der, inshallah ta'ala, kommt ja mit uns, derjenige, der auf dem geraden Weg sich auch aufrecht halten will, ist derjenige, der immer folgt die Wahrheit. Egal von wem kommt, auch von Feind. Aber wenn es wirklich besteht, ist Wahrheit. Ich akzeptiere. Ich akzeptiere jeden auch Ratschlag, ob ich das annehme oder was anderes, aber ich muss akzeptieren. Der andere wird bei ihm den Weg zumachen. Warum? Weil er diese Hochmut schon da hat. Das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt. Er kommt nicht in Paradies rein, mit der Bedeutung, dass reinkommen am ersten, wenn es Muslim ist. Man kann ja fi qalbihi dharratu min kibr. Wer in seinem Herzen ist, auch wenn nur so ein klein Körnchen vom Kibr, von Hochmut. Dann hat der Sahabi, damit wir verstehen, der Sahabi radiallahu anhu hatte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, oh Gesandter Allah, ich will, dass meine Kleider ordentlich und schön sind und ich will alles so schön sagen, das ist nicht Kibr. Obwohl vielleicht hätte, guck mal, die Sahabi, die gelernt haben, gesagt, die Sahabi haben das daran verstanden. Daraus verstanden, dass auch das könnte sein, dass Kibr ist. Der Prophet Muhammad hat gesagt, das ist nicht Kibr. Kibr, dass man die Wahrheit nicht annimmt. Dass man die Wahrheit nicht annimmt. Dass man die Ratschläge von Wissenden und Gelehrten nicht annimmt, abgesehen von denjenigen dann, der selber über den Gelehrten urteilt und fängt an, dann den Gelehrten schlecht zu machen. Inshallah ta'ala, da sind ein paar, wie gesagt, es gibt sehr viele hier leider, aber ein paar, die uns bezogen sind, Zeichen und Merkmale von einem nicht richtig auf dem geraden Weg sich festhalten, oder auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davon warnen. Und wenn wir aber auch solche Zeichen haben, kann keiner befreit sein, vielleicht von manchen, dann soll man daran arbeiten. Und wir werden inshallah ta'ala über die Lösungen und über das Richtige sich aufrecht halten auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala, wie es geht und wie es sozusagen, wie man diese Vorgehensweise da dran zu gehen und dass man inshallah ta'ala dies dauerhaft hat. Das werden wir inshallah ta'ala dann, wenn Allah es will, morgen inshallah ta'ala behandeln. Es ist nicht Werbung, dass hier nochmal kommt, aber inshallah ta'ala, damit inshallah ta'ala alle dies mithören, inshallah ta'ala, denn es reicht nicht nur, dass wir erkennen jetzt Merkmale und die Krankheiten, aber dass wir inshallah ta'ala die Lösungen auch haben. Also es ist dann inshallah ta'ala kommt auch noch dann Thema von Buddha Wissam, als jetzt nach dem Isha, ist gleich Isha, oder? Ich weiß nicht, Pause, glaube ich, nach dem Isha ist dann Buddha Wissam, dann in Hiraf jetzt komplett. Das heißt, eigentlich die Anleitung ist, dass man nicht richtig sich aufrecht gehalten hat, nicht den geraden Weg, so wie wir gesagt haben, richtig ernst genommen hat und diese Merkmale sind erschienen, ohne dass man sich schnell, sage ich mal, sich dann irgendwelche Vorgehensmaßnahmen nimmt, dann landet man leider dann so im Hiraf. Von Istiqama, so ein Hiraf, und das ist was Aikumsankar. Das ist der Bruder, was er inshallah ta'ala macht. Inshallah ta'ala morgen dann weiter mit den Lösungen. Und morgen, ich vergesse auch inshallah ta'ala mit Sheikh Suhaib inshallah ta'ala den Vortrag inshallah nicht verpassen. Mit Besitz oder nicht? Ich meine, für inshallah ta'ala auch nicht. Wie spät wird das morgen sein? Und der Sheikh kommt, nee, weiß ich. Das ist nach Esch, oder? Nach Esch wird Sheikh inshallah da sein. Alhamdulillah, es ist Samstagabend. Die anderen sind woanders. Wir sind inshallah ta'ala hier. Das ist hier, glaube ich, der Plan. Inshallah ta'ala, ich muss hier noch moderieren, weil Abdullah ist weg. Da muss ich noch moderieren. Inshallah ta'ala, da sind ein paar Punkte. Inshallah, manche Geschwister haben es gemerkt. Besser als auch nur merken und am Zettel schreiben. Ist noch, inshallah ta'ala, dass man diesen versuchen wir in Taten umzusetzen. Jazakumullahu khairan und barakallahu fikum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in denjenigen hören lassen, die das hören und das Beste davon umsetzen. Subhanaka wa bihamdika.